So, fast erster Bauschritt wäre die Propellerwartung. Aber hier unten steht, dass erst im nächsten Teil gezeigt wird, wie es geht. Und deswegen zeige ich euch das erst beim nächsten Mal. Ihr könnt in der Zwischenzeit schon mal so eine Blattwaage kaufen. Das ist einfach nur ein Plastikteil oder aus Carbon. Hier sind links und rechts zwei Magneten. In der Mitte ein Stab. Dort wird der Propeller so drauf gesteckt. Und dann wird durch die Drehung kontrolliert, ob der Propeller ausgewuchtet ist. Das hat einfach den Vorteil, dass wir die Vibrationen, die auftreten könnten durch schlechte Propeller, sage ich mal, das zu minimieren und dem vorzubeugen. Was ihr dann dazu noch braucht, ist Schleifpapier und Emailfarbe. Wobei ich auch gerne Tesa benutze, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, Bauphase 1. Für die Bauphase 1 brauchen wir das. Schrauben, Arm und eine Abdeckung. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt damit. Leg das hier so hin. Das ist etwas heller. Ich pack das erstmal alles aus. Ich nutze jetzt gezielt das Werkzeug, was geliefert wurde. Natürlich habe ich auch noch anderes Werkzeug. Aber ich möchte das ja testen unter Realbedingungen. Und nicht jeder, der damit anfängt, hat zu Hause einen gut sortierten Kasten mit Werkzeug. So, ich hoffe, ihr seht jetzt alles. Die erste Bauphase startet. Das ist der Arm. Ich glaube, der ist sogar anklappbar. Ich das sehe. Genau. Da ist ein Gelenk dabei und das ermöglicht das Anklappen. Da ist das Gelenk. Finde ich ja jetzt mal richtig klasse. Das habe ich vorher nicht gesehen. Da ist das Emblem. Das ist sehr, sehr klein. Schrauben, Propeller und eine Abdeckung. Was ihr noch braucht, ist einmal der Imbus und der Schraubenzieher, Dreher, was auch immer wir das gerne nennt. Ich sage immer Zieher. Genau. Das Teil zum Einsatz. Das rechte Seitenteil. Passt gar nicht aufs Bild. Beim nächsten Mal vielleicht eine bessere Variante für die Kamera habe. Das ist echt tricky, euch das zu zeigen. Hier ist nochmal für euch die LED. Diese kleinen Stecker, geht damit äußerst sorgsam um. Sonst habt ihr dann Ärger. So, aber wenn ihr gerade so nah eingestellt seid, kann ich das auch nochmal alles von der anderen zeigen. Hier werden wohl die Arme befestigt. Ich denke, da kommt auch noch ein Plastikkorpus drum dran. So, das ist der Arm mit dem Gelenk. Die Abdeckung. Logo, die Firma und der Prop, damit ihr das auch nochmal seht. Mit der Laufrichtung. Mal gucken, ob ich das so nah ran nehmen kann. So, da sind die Pfeile für die Laufrichtung. Da steht das nochmal mit dem CCW.
Und da ist natürlich auch noch ein Pfeil. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt an und erzähle zwischendrin so, was ich mache. Als erstes müssen wir das Logo befestigen. So. Ganz vorsichtig reindrücken. In der Verpackung. Das sind ja solche Sicherungsringe. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Das wird einfach draufgesteckt. Wenn ihr das seht, hat das eine kleine Wölbung. Die Wölbung muss nach oben, dann kriegt ihr das auch viel leichter drauf. Jetzt ist das fest und sieht schon ganz gut aus. Als nächstes brauchen wir das. Ist ein Kufen, eine Seitenstrebe, eine Ortungskapsel. Das ist einfach nur ein optisches Teil, was hier immer noch mit drin rumfliegt, ist das ein Warnhinweis, dass das kein Spielzeug ist. Aber das ist uns ja wahrscheinlich schon klar, wenn wir das Teil gekauft haben, dass das kein Spielzeug ist. So. Und nochmal ein paar Schrauben. Die öffne ich schon mal vorsichtig. Genau. Bei mir sieht das jetzt hier vielleicht ein bisschen chaotisch aus. Das liegt aber daran, dass ich hier so ein bisschen die Kamera vor meinem Gesicht habe. So ungefähr. Und im Prinzip durch das Stativ durchgreifen muss. Haltet euren Arbeitsplatz immer sauber und ordentlich. Nehmt euch, wenn ihr euch mit den Schrauben nicht sicher seid, ein paar Schüsseln, klaut ihr euch aus der Küche und schmeißt es dann erstmal rein. Dann habt ihr, falls ihr aufhören müsst zu bauen, das alles noch in den Gefäßen. So, jetzt brauchen wir den Motorarm und eins der Scharniere. Das ist eine Scharnier. Wird an den Motorarm ein Befestigungsstift muss hier noch rumfliegen. Für zwei. Da. Der ist hier drin bei der großen Schraube. Der wird einfach. reingesteckt. Das ist natürlich. Sieht immer einfacher auf den Bildern aus, als es dann in echt ist. Jetzt habe ich es schon ein bisschen reingedrückt und arretiert und kann es jetzt komplett reindrücken. Okay, also wenn man das Prinzip einmal so ein bisschen durchgegangen ist, geht das auch. Dann braucht man auch keinen Hammer. So, da ist das Gelenk. Das funktioniert ja schon mal super. Ich denke, das wird dann so befestigt. So ist dann angeklappt und wenn man es nach oben macht sozusagen, klemmt es sich von selbst und drückt auch hoch. Da kommt noch was zwischen. Die Stückchen. Die Enden hier reinstecken, so weit, dass kein Dreck in die Füße kommt. Jetzt kommt das Landegestell dran. Jetzt haben wir schon so viele Schrauben und nur die Hälfte benutzt. Also wirklich, schreibt euch auf, an was die Schrauben sind, wenn ihr euch nicht sicher seid. Sonst kommt ihr echt durcheinander. Das ist das Landegestell.
und dort und das wird jetzt so drauf gesteckt. Und dann mit einer der kleinen Schrauben aus dieser. Bisschen blöd, dass jetzt die Schrauben von der anderen Tüte da ran müssen. Hier unten ist aber nochmal ein Schraubenguide. Ist leider nicht Originalgröße, aber sollte auch funktionieren. Wenn ihr in Plastik schraubt, immer darauf achten, dass ihr nicht zu fest schraubt. Ich gucke gerade, ob ich das auf der richtigen Seite festgemacht habe. Aber das ist ja egal. Das ist ja gleich die beiden Teile. Jetzt kommt das hier oben rein. Und weil das ja schon ziemlich locker ist, kommen hier die Madenschrauben rein. Und zwar sind die Madenschrauben die kleinen Pünktchen hier. Dazu braucht ihr den Imbus. In die offene Seite reinstecken und dann ist das so drauf befestigt. Das soll so aussehen. Wenn ihr dann spürt, dass ein Widerstand ist, könnt ihr das nochmal arretieren und dann so lange schrauben, wie ihr das dass es fest ist. Denn nach fest kommt ab, das heißt nicht anknallen die Schrauben, zwar nicht lose lassen, aber so, dass es hält. Denn ihr wollt ja das Gerät irgendwann vielleicht nochmal auseinanderbauen, wenn ihr irgendwas kaputt macht. Und dann ärgert ihr euch dann damit rum, dass ihr die Schrauben zu fest gemacht habt. So sieht das dann fertig aus. Nächster Schritt ist der Propellerschutz. Das hat jetzt nichts mehr mit Schrauben zu tun. Hier kommt der Motor dann drauf. Und das ist im Prinzip der Schutz, der dann hier dran kommt. So könnt ihr euch das vorstellen. Und wenn der Propeller dann da ist, ist das einfach der Schutz, dass ihr euch dann nicht verletzt. Das Ganze wird einfach nur hier so reingesteckt. Achtet darauf, dass ihr das gerade drauf steckt. Wenn es klickt, ist es eingerostet. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen des ersten Videos. Es sind jetzt noch keine elektronischen Komponenten dabei gewesen. Das heißt, wir können ja auch noch nicht weiterbauen. Aber jetzt gibt es noch einen kleinen Überblick, was wir jetzt alles gebaut haben und was wir uns dann fürs nächste Mal anlegen. Was haben wir gebaut? Wir haben ganz schön viel heute geschafft. Wir haben einmal hier den Propellerschutz fertig gemacht. Dann haben wir hier ein Scharnier für den Motorarm gemacht, so dass man den Kopter auch zusammenfalten kann. Wir haben das linke Landegestell, beziehungsweise das rechte, soweit fertiggestellt. Das ist alles fest, das auch. Den Propeller wuchten wir das nächste Mal. Und wir haben hier das Emblem reingesteckt,
nehme es mal noch mal näher ran, dass ihr das auch seht. Genau. Und was noch übergeblieben ist, ist einmal hier die Kappe. Noch ein Scharnier. Die LEDs. Und ein paar Tütchen Schrauben. Legt die Schrauben unbedingt an einen sicheren Ort weg. Notiert euch vielleicht mit deinem Edding noch vorher drauf, wo das hingehört. Ihr könnt das ja immer hier nochmal innen nachlesen. Und zwar auf der vorletzten Seite.